Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Druckerkopfreinigen von unserem Pixma Pro 9500 Mark II. Wir hatten ja im ersten Teil bereits mit dem ersten Düsenmusterdruck dieses Ergebnis gehabt. Das war ganz am Anfang. Damit konnte man natürlich nicht viel anfangen, weil Cyan, Magenta und Gelb gar nicht rausgekommen sind. Also das heißt, die Düsen waren komplett verstopft. Am Ende des ersten Teils sind wir so weit gekommen, das sah dann schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Cyan ist echt in Ordnung. Magenta und Gelb sind aber immer noch geteilt. Also das heißt, da sind die Düsen noch nicht ganz frei. Für einen Fotodrucker ist das halt schlecht. Also da müssen die Düsen schon komplett sauber sein. Wenn ich jetzt nur Textdateien drucken würde, dann würde ich es wahrscheinlich so lassen. So konnte ich es nicht lassen und habe heute früh nochmal den Druckkopf hier eingeweicht. Und auch nochmal die einzelnen Düsen intensiv gespült. Und ja, jetzt machen wir nochmal den gleichen Schritt wie im Prinzip im ersten Teil. Ich nehme das Ganze jetzt hier raus, stelle es nochmal auf den Ceva, mache es nochmal ordentlich sauber und baue es dann wieder ein mit der Hoffnung, dass es dann zum Schluss besser wird. Wir haben jetzt unsere üblichen Utensilien wieder vorbereitet. Und jetzt nehme ich hier mal den raus. Und habe hier wieder unsere Druckerflüssigkeit. Wie gesagt, den Link dafür findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt mache ich hier noch einmal, solange es in der Schüssel steht, geht hier nochmal was auf Gelb, Magenta und Cyan. Was ich auch irgendwie rausgefunden habe, ist, wenn ihr euch nochmal den ersten Teil anschaut, da waren diese Düsen immer richtig knallfarbig. Also das heißt, Gelb hat richtig gestrahlt, Magenta hat richtig gestrahlt, Cyan hat richtig gestrahlt, während die anderen alle eigentlich grau waren. Das heißt, da ist die Farbe oder der Alkohol ist bei den anderen Düsen durchgelaufen und bei denen aber nicht. Da lag er einfach oben drauf. Also man kann es eigentlich von den Düsen schon sehen, wenn die farbig bleiben, dann sind die verstopft, dann läuft es nicht durch. Also zumindest ist das jetzt mein Gedankenspiel, seitdem ich mir das Video vom ersten Teil nochmal angeschaut habe, dass man das daran eigentlich schon ganz gut sehen kann. Okay, also jetzt kommt das mal hier drauf. Warum macht es mir jetzt tatsächlich Hoffnung, dass hier keine Farbe mehr oben drauf ist? Natürlich auch sein, dass ich das jetzt hier alles komplett weggeschwemmt habe. Aber ich bin echt optimistisch. Aber das war ich im ersten Teil schon. Deswegen lieber mal hier auf Nummer sicher gehen. Schauen wir mal. Also wenn es jetzt durchläuft, dann sind wir, glaube ich, ziemlich safe. Schaut doch gut aus. Das scheint sich rentiert zu haben, Leute. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich glaube, wir sind hier hinter was Großem her. Wenn es jetzt gelb drunter ist, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Okay, es ist gelb und rot und magenta. Okay, wisst ihr was? Wir versuchen es jetzt einfach. Also, wie gesagt, hier nochmal drüber, Wattestäbchen. Damit das sauber ist. Also wenn es jetzt nicht klappt, oder so darf man eigentlich gar nicht reden, gell? Wird klappen. Das wird klappen. So. Also ich sage jetzt mal, der ist soweit sauber und trocken. Ihr habt das ja im ersten Teil schon gesehen, wie das weitergeht. Und jetzt setze ich ihn ein. Drucker ist wieder eingeschaltet, Schlitten in der richtigen Position. Ich hebe hier den Hebel wieder an. Und einfach weil ich ein Freak bin, wische ich jetzt hier nochmal drüber. Also. Ja, das macht auch Sinn, das hier nochmal wegzunehmen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, es macht Sinn. Ich habe ja keine Ahnung. Sehen wir gleich, ob es Sinn macht. So.
Aber aussehen tut er toll, oder? Also zumindest optisch sollte er ein Gewinner sein. So, ist schon wieder drin. Guck mal hier die Klappe zu. Die Patronen habe ich hier abgestellt gehabt. Die setzen wir jetzt natürlich wieder ein. Achten darauf, dass keine blinkt. Hatten wir ja im ersten Teil. Das war noch nicht. Okay, alle sind drin. Nichts blinkt, Klappe zu. So, jetzt wissen wir schon aus dem ersten Teil, das dauert wieder eine Weile, bis der sich hier arretiert hat. Solange machen wir hier einen Break. Wir sind bereit für den zweiten Versuch. Ich drücke hier wieder. Eins, zwei und weg. So. Was glaubt ihr? Macht mal Pause, schreibt es in die Kommentare. Hat sich das alles rentiert? Oder nicht? Und würdet ihr den gleichen Aufwand betreiben? Aber wahrscheinlich schon, oder? Damn, das sieht genauso aus. Es sieht genauso aus wie vorhin. Das ist ja nicht gut. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, mich entmutigen lassen, ich drucke jetzt mal ein Testbild und schau mal, wie das aussieht. Ich habe jetzt mal meinen Laptop angeschlossen und mal ein Bild ausgewählt. Habe das auf DIN A4 eingestellt und habe jetzt mal ein Bild ausgewählt, was eben auch Rot und Gelb drin hat, mit der Hoffnung, dass jetzt hier diesen Düsentestdruck, dass es den entlarvt als Lüge und dass dieses Bild jetzt hier einfach trotzdem super rauskommt. Das ist schon ein schöner Drucker, aber wenn man irgendwie 2 Tage lang mit dem Reinigen verbringen muss, dann nimmt das irgendwie wieder den Spaß. Wie gesagt, ein neuer Druckkopf kostet zwischen 120 und 200 €, ist natürlich viel Geld, aber wenn man sein ganzes Wochenende mit dem Drucker verbringt und zum Schluss funktioniert es nicht mal, dann ist es natürlich auch nur semi-optimal. Das Video läuft gerade mit 5-facher Geschwindigkeit. Okay, also, so ist das Ergebnis. Ich versuche hier mal so ein Splitscreen zu machen, dass ihr das Original und den Ausdruck nebeneinander seht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das eigentlich voll in Ordnung. Das war jetzt keine High-Res-Datei. Mir ging es ja nur um die Farben. Und ich finde, die sind eigentlich ganz gut getroffen. Also wie gesagt, ich glaube, irgendwann muss man auch sagen, es ist gut. Und damit würde ich Teil 2 schließen. Ich denke, alles in allem kann ich den Drucker ja so wieder benutzen, wie er jetzt ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer hinterlasst mir einen Daumen nach oben, so wie er hier, und abonniert den Kanal und bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen.